Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ungott-Box von Blutengel. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ungott von Blutengel, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Elektronik bzw. Darkwave. Jawohl, das Album Ungott kommt hier in einer Box im Hochformat. Wir werden als erstes mal die Folie abmachen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier aufschneiden und dann können wir wunderbar die Folie abziehen. Gut, das ist die Box. Kommt hier im Hochformat. Blutengel Ungott lesen wir hier oben. Darunter Limited Edition. Und hier haben wir scheinbar den oder die, der, die, das Ungott abgebildet. Links und rechts eine Frau in Weiß. Dürfte, soweit ich es sehe, dieselbe Frau sein, also so gespiegelt. Ansonsten Blutengel Ungott Limited Edition. Auf der rechten Seite das Logo von Blutengel. Out of Line Music. Blutengel Ungott und ja, also rundum beschriftet. Auf der Rückseite lesen wir, was sich in der Box befindet. This box set contains einmal Ungott Deluxe Edition mit zwei CDs, dann einmal ein handgefertigter Metallkreuz Anhänger, der ist sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite gestaltet. Dann haben wir die Bonus-CD Demons of the Past und fünf exklusive hochqualitative Artprints, also Kunstdrucke. Gut, dann hier nochmal die Labels. Barcode und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier aufklappen. So. Gut, als erstes kommt uns hier das entgegen. Ich gehe mal stark davon aus, das ist der Kreuzanhänger. Kommt hier in einer kleinen Verpackung. Dann haben wir die Artprints, also die Kunstdrucke. Fünf Stück an der Zahl. Und natürlich das Album an sich im Digipack in diesem Fall. Und dann haben wir noch ein weiteres Digipack mit der Bonus-CD. Okay. Von innen die Box in Schwarz. Hier haben wir dann noch so einen Einleger hier mit reingeklebt, damit das Album und die Bonus-CD entsprechend hier nicht rumrutschen können. Packen die Box mal zur Seite und schauen uns die beiden an. Die müssen wir auch noch aus der Folie befreien. So, einmal hier aufschneiden. Jawohl. Gar nicht so einfach. Und dann haben wir natürlich das Digipack des Albums auch hier. So, wunderbar. Einmal und zweimal. Ups, da ist noch etwas Folie dran. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. So sieht das aus. Cover wie auch schon auf der Box. Wie gesagt, in einem Digipack. Auf der Seite lesen wir Out of Line, Blutengel, Ungott. Das Ganze ist hier nummeriert mit der Katalognummer 967 und 968. Und auf der Rückseite gibt es dann die Tracklist. So, wir haben auf der CD1 15 Tracks und auf CD2 nochmal 9 extra. Die 9 Bonus-Tracks hier, das sind Remix-Varianten, so wie es hier aussieht. Genau, also das sind Tracks, die wir hier oben haben, eben in anderen Varianten. Also insgesamt 24 Stück hier mit drauf. So, Barcode Beteiligte. Das Ganze kann man natürlich auch ohne Box kaufen. Und so sieht das hier von innen aus. Wir haben hier einmal die beiden Herrschaften, beziehungsweise den Herrn und die Dame, die Blutengel hier bilden. Dann geht es hier weiter. In der Mitte haben wir das Booklet und einen Flyer, einen Infozettel zum Merch. Also all das kann man hier kaufen. Sogar zum Aufmachen die Tourdaten 2019, weitere Blutengel-Releases.
und dann noch Events von Out of Line. So, das ist das Booklet. Auf der Rückseite haben wir die gesamte Tracklist. Die Credits natürlich. So, dann Artwork, Fotos von Chris. Dann hier die einzelnen Tracks mit den Infos bzw. mit den Lyrics. Jawohl, also jeder Track hier Wort für Wort abgetippt. Sehr schön zum Mitlesen, zum Mitsingen. So sieht es aus. So, dann hier beide, Ulrike und Chris. Opa. Weitere Tracks, weitere Lyrics. Also, so in etwa stelle ich mir ein Booklet vor. Fotos natürlich mit dabei, aber vor allem eben die einzelnen Tracks mit den gesamten Lyrics. Das ist gut. Und zum Abschluss gibt es dann, wie gesagt, die gesamten Credits noch. So, Flyer packen wir wieder rein. Ebenso das Booklet. Dann haben wir die beiden CDs. CD 1, die ist hier links. Das Album. Und hier ist auch nochmal beschriftet, CD 1. Und auf der rechten Seite haben wir dann die CD 2. Die ist dann auch hier auf der CD entsprechend beschrieben hier mit CD 2. Und auf der Rückseite auch nochmal. Gut. Also, wie gesagt, 24 Tracks hier in diesem Digipack, 15 auf der ersten, 9 auf der zweiten CD. Damit nicht genug, es gibt noch eine weitere CD mit 6 Tracks, soweit ich weiß. Das ist die Bonus-CD Demons of the Past. Kommt hier auch in einem Digipack. 6 Tracks, jawohl. Die gibt es, glaube ich, wirklich nur exklusiv in dieser Box, deswegen ist hier auch kein Barcode drauf. So, Infos, die einzelnen Tracks. Ups. Dann haben wir die CD und so sieht das aus. Also 24 plus 6 macht dann insgesamt 30 Tracks. Dann haben wir die Kunstdrucke, 5 Stück an der Zahl. Einmal hier Ulrike im Hochformat, ebenso wie Chris. Dann einmal hier im Querformat. Dann die Nonnen im Querformat und Chris und diese zwei weißen Frauen im Querformat. Ja, alle Kunstdrucke hier, Rückseite weiß und die kommen alle hier in so einem Rahmen. Also alle haben hier so einen Rahmen rundherum noch, sieht so nach einem edlen Gemälde aus. 3 davon im Quer und 2 im Hochformat. Sehr schön. Druck ist so. Hochglanzoptik, genau, man sieht's. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch dieses mysteriöse Säckchen hier. Alchemy England. Extraordinary Design for Extraordinary Individuals. Originals designed and handmade in England. Okay. Also, das ist hier aus England. Wir schauen mal rein. Wo können wir das Ganze aufmachen? Hier. Wir haben ja auch noch einen Barcode mit drauf, also eventuell gibt es das Ganze auch noch so separat zu kaufen, eventuell im Blutengel Shop. Und dann haben wir hier das Kreuz, das kommt hier mit so einem schwarzen Band. Hier oben ist das Ganze zugeknotet, kann man natürlich dann in der Länge noch individuell anpassen. Der Anhänger wiegt echt einiges, also ein massives Kreuz, hier einmal beschriftet, Blutengel. Und auf der Rückseite ebenso beschriftet und wir haben auch tatsächlich, hier sehen wir es, nicht nur oben die Führung, also das Loch hier, sondern auch unten bedeutet, wenn man möchte, kann man auch hier die Kette natürlich aufmachen und nicht nur so rumtragen, sondern wenn man sagt, man möchte das Kreuz verkehrt tragen, dann kann man natürlich auch das Band hier rum durchführen und dann so tragen. Also ist beidseitig verwendbar, sowohl auf dem Kopf als auch gerade. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Kreuz hier mit dieser Halskette.
Dann haben wir die Bonus-CD Demons of the Past mit 6 Tracks. Die Kunstdrucke, 5 Stück an der Zahl im Hoch- und Querformat. Und natürlich das Album an sich, Ungott in der Deluxe Edition mit 2 CDs, insgesamt 24 Tracks hier drin. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Ungott von Blutengel. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Blutengel unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.